Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute teste ich die Linibox Babyboomer für euch. Babyboomer ist ja immer so ein Thema, es ist gar nicht so leicht, wie man denkt, so einen perfekten Verlauf hinzubekommen. Und mit der Schwammtechnik soll es aber alles erstens viel schneller gehen und zweitens auch viel einfacher. Und das teste ich jetzt mit euch zusammen anhand eben der Linibox. Die hat da so eine kleine Box zusammengestellt, wo alles Wichtige drin ist, was man denn so braucht. Und die möchte ich euch jetzt auch als erstes zeigen, bevor wir dann loslegen. Also erst einmal zur Box. So, das ist die Box. Und zwar ist es immer so eine kleine Box, in der die Inhalte kommen. Und da war drin zum einmal das Fiberglas Camouflage Gel, eben um einen natürlichen Aufbau drauf zu haben. Das habe ich hier jetzt auch schon mal vorbereitet auf meinen Nägeln. Dann gab es das Stamping Painting Gel Weiß. Damit verblendet man das dann eben. Und das macht man mit diesem Schwammtool. Da hat man hier eine runde Seite, hier eine bisschen spitz zulaufende Seite. Und dazu gab es auch noch Ersatzaufsätze. So, und zum Versiegeln haben wir dann noch hier den Milky Rosé Sealer drin und auch noch einen Perfect Matt Versiegler. Und die ganze Box gibt es, glaube ich, momentan auch immer noch im Shop, also ihr könnt sie ja auch immer noch kaufen. So, wie schon gesagt, ich hatte meine Nägel bereits mit dem Aufbaugel vorbereitet, sodass ich das jetzt nicht nochmal zeige, aber ihr seht, es ist ein richtig schöner, natürlicher Ton und da kommt dann eben der Babyboomer rauf. Dafür nehme ich jetzt als erstes das Stamping Painting Gel Weiß. Und das tropfe ich mir jetzt einfach auf die Rückseite von einem Papier oder von einer Folie. Da setze ich mir jetzt einfach einen kleinen Klecks rauf. So, das reicht erstmal, damit ich da gleich mit meinem Schwamm reingehen kann. Ich habe meine Nägel jetzt nochmal angebuffert, damit das Gel dann auch gut drauf halten kann. Und jetzt habe ich meinen Schwamm, da bin ich jetzt ein paar Mal in die Farbe reingegangen, reingetupft, sodass nicht zu viel Produkt am Schwämmchen ist. Und das tupfe ich mir jetzt erst einmal vorne an der Spitze auf. Ich gehe nicht zu weit runter, weil sonst zu viel vom Nagel weiß wird. Deswegen wirklich nur die Spitze jetzt erstmal, die rüber guckt. Und jetzt drehe ich den Stab um und verblende es mit der anderen Seite, wo eben kein Farbgel oder wo eben kein Paintgel dran ist. Das nimmt jetzt den Überschuss weg, sodass wirklich ein zarter Übergang entsteht. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist tatsächlich, das auch so ein bisschen zu ziehen, wie ein Pinsel, den Schwamm so wie ein Pinsel zu ziehen. Da bekomme ich persönlich den Übergang dann noch ein bisschen besser hin. Nicht nur dieses von rechts nach links tupfen, sondern dann auch ein bisschen die Farbe rein zu drücken und ein bisschen so zu ziehen, während ich drücke. So, das mache ich an meinem kleinen Finger, parallel dazu auch noch die anderen Finger. Da kann natürlich keine Farbe verlaufen, deswegen könnt ihr da erstmal alle Finger fertig machen und dann in der Lampe das Ganze, in der LED-Lampe, 60 Sekunden aushärten. Jetzt auch eben nochmal beim Ringfinger, genau die gleiche Technik, erstmal mit ein bisschen mehr Farbe, in Anführungsstrichen, weil es ist immer noch super wenig Produkt, was man hier benutzen muss. Und dann verblende ich das wieder mit der anderen Seite. Wenn mir das jetzt zu wenig ist, lasse ich es erst aushärten und gehe dann nochmal mit der zweiten Schicht gleich rüber, um wirklich vorne die Spitze auch richtig weiß zu haben. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Schicht machen, dann habt ihr wirklich nur so ein ganz, ganz zartes Ergebnis, dass die Spitze wirklich nur so ein bisschen heller ist. Ihr könnt jetzt sehen, ich gehe jetzt nochmal an allen Fingern mit einer zweiten Schicht drüber, einfach um natürlich ein stärkeres Babyboomer-Ergebnis dann zu haben. Mit der gleichen Technik erst die Farbe an der Spitze auftragen, mit der anderen Seite dann etwas verblenden und wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr das Ganze aushärten lassen. So, und jetzt nehme ich den Milky Rosé Sealer ohne Schwitzschicht und damit versiegel ich jetzt alle meine Finger. Ja, der Babyboomer ist fertig, das war auch schon alles. Es geht super, super schnell, wie ihr seht, wenn ihr erstmal so die richtige Technik für euch raus habt.
Und jetzt wird nur noch versiegelt, schön ordentlich versiegeln an den Rändern, auch vorne die Kante ummanteln. Der Versiegler hat so einen ganz leichten, ja, milchigen Hautton. Das habt ihr, wie auch der Name schon sagt, mitbekommen. Der soll den Übergang nochmal ein bisschen unterstützen, dass es nochmal ein bisschen zarter wird. Aber dieser milchige und dieser nudige Unterton ist wirklich so minimal, dass es weiß trotzdem weiß bleibt. Das finde ich eben super gut hier. Und der Glanz ist eben nach dem Aushärten auch super, super schön. Das werdet ihr auch gleich sehen. Wenn ihr überall das Gel aufgetragen habt, dann kommt es nochmal für eine Minute in die LED-Lampe und dann seid ihr auch schon fertig. So, das ist dann das fertige Ergebnis. Ihr seht, der Glanz ist wirklich super, super schön. Und ich finde, ja, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen, obwohl der Übergang jetzt nicht so 100% perfekt ist. Also in Live sehe ich noch die ein oder andere Unstimmigkeit, aber ich bin da auch wirklich sehr pingelig. Also an sich ist es schon wirklich super und ihr habt jetzt ja gesehen, wie einfach vor allem das Auftragen ist. Und wie schnell das auch im Grunde geht. Ich habe hier nichts verschnellert, ich habe hier nichts beschleunigt oder ähnliches, sondern wirklich die reale Geschwindigkeit. So, ich melde mich zum Schluss nochmal zurück. Und zwar, ich finde, auf den Fotos hat man es jetzt nicht so doll gesehen. Deswegen möchte ich nochmal ein Fazit dazu verkünden, wie ich dann das finde. Und zwar ist die Technik wirklich super einfach, aber man muss schon schauen, dass man eine sehr glatte Oberfläche hat, um eben den Übergang sehr schön hinzubekommen. Wenn man da jetzt so ganz leichte Feilspuren noch drauf hat, setzt sich die Farbe da so drinne fest und dann sieht man das im Nachhinein. Und das hatte ich eben auch auf meinen Nägeln. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so gut gesehen hat, deswegen, ja, es ist wirklich eine Übungssache, auch hier muss man üben, 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 um das eben zu perfektionieren, aber an sich ist es einfach eine super Variante und gerade für Anfänger ist es wirklich so, finde ich persönlich, viel einfacher, einen einigermaßen gut aussehenden Babyboomer hinzubekommen, mit dem man auch zufrieden sein kann und mit dem man sich auch draußen zeigen kann. Also der Übergang ist schon viel einfacher, so zart dann hinzubekommen. Aber man muss trotzdem noch schauen, dass man die richtige, ja, Technik beim Auftupfen hinbekommt und auch die richtige Weite, wie weit man mit dem Weiß ja, runtergeht, um es dann eben zu verblenden. Aber das sind so Spielereien, die findet man irgendwann für sich raus und ja, im Endeffekt finde ich das wirklich super. Die Produkte sind 1A von der Qualität, da kann man gar nichts sagen. Deswegen holt euch die Lini-Box ruhig und probiert es aus. Und ich hoffe dann einfach, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ihr habt noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.